Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für einen Kostencheck. Wir ziehen mit euch über den Shorsu Bazar hier in Taschkent. Und ihr erlebt mit uns die lustigste Taxifahrt unserer bisherigen Reise. All das gibt's nach dem Intro. Viel Spaß! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. An dieser Stelle bedanken wir uns für mittlerweile über 500 Follower. Wir bedanken uns für Kommentare und Anregungen, die wir von euch bekommen haben. Der Austausch mit euch macht uns total viel Spaß. Und es ist mega motivierend, wenn wir eure Likes und Kommentare jede Woche sehen. Vielen Dank dafür. Danke. Nach einer Nacht an der Mauer des alten Timur-Palastes in Charizabsch machen wir uns auf den Weg nach Samarkand. Kurzzeitig haben wir das Gefühl, beim Jahrestreffen der usbekischen Minibusvereinigung gelandet zu sein. Nachdem wir den Ort verlassen haben, erkennen wir am Horizont eine Bergkette. Nach wochenlangen Fahrten durch Wüste und Steppe freuen wir uns auf einen Perspektivwechsel. Unsere Fahrt führt uns durch einige kleine Ortschaften. Zwischendurch genießen wir spektakuläre Aussichten. Wir halten am Straßenrand an einem kleinen Markt für Nüsse, Trockenfrüchte und Süßigkeiten und decken uns mit Pistazien, Haselnüssen und Rosinen ein. Wir freuen uns über die guten Straßenverhältnisse und auf Samarkand. Als erstes zieht es uns an den Registan, den zentralen Platz in Samarkand. Wir setzen uns zu den anderen Besuchern und genießen den Blick. Das aus drei Medresen bestehende Ensemble aus dem 15. und 17. Jahrhundert beeindruckt durch seine Größe und seine Fülle an Formen und Farben. Die Händlerinnen und Händler schaffen es immer wieder, mit freundlicher Art auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Vermutlich so wie auch vor 400 Jahren.
Obwohl wir mittlerweile mehr als ein Dutzend Medresen und Moscheen besichtigt haben, bringt uns deren Pracht immer wieder zum Staunen. Wir genießen den Sonnenuntergang und das Farbspiel auf der Fassade der Cher d'Or Medrese. Am nächsten Morgen steht Timur wieder einmal auf dem Programm. Wir besuchen seine Grabstätte, das Gur-Emir-Mausoleum. Auch hier finden sich neue, eindrucksvolle Ornamente. Unter der großartigen goldenen Kuppel sind der Sarkophag Timurs und die weiterer Familienmitglieder aufgebahrt. In Usbekistan muss man sich als Tourist spätestens alle 3 Tage registrieren. Für Pauschaltouristen übernimmt das in der Regel das Hotel, für Vanlifer und Individualtouristen müssen das aber selber machen. Die Registrierungen sehen so aus und wir haben das jetzt hier in Samarkand in diesem Hostel hinter uns gemacht. Für uns hat das den Vorteil, dass wir dann auch immer eine feste Dusche haben. Den Nachteil hier in Samarkand ist es relativ laut, wenn man zentral sein möchte. Und wir haben auch bei den Hostels keine Stellplätze gefunden, so eben auch nicht bei diesem. Geparkt haben wir jetzt um die Ecke. Da war es uns aber auch zu laut, um dort zu übernachten. Deswegen haben wir uns für abends immer noch einen anderen Stellplatz gesucht. Und den zeige ich euch jetzt gleich auch noch mal. Wir sind dann abends auf diesen Platz hier gefahren. Der liegt in der Nähe des Mausoleums von Timur in einer parkähnlichen Anlage. Und hier war es relativ ruhig und gut zum Übernachten. So war die Situation hier in Samarkand ein bisschen anders als in den anderen Städten. Aber am Ende findet sich eben doch immer irgendwie eine gute Lösung. Wir haben mal wieder gerechnet und einen Kostencheck für euch gemacht. Diesmal allerdings in einer etwas anderen Art und Weise. Wir haben ausgerechnet, was wir beide pro Tag pro Land ausgegeben haben. Was sich nicht verändert hat, ist der Inhalt der Kosten. Also es geht weiterhin um unsere laufenden Reisekosten. Also beispielsweise, was wir für Lebensmittel ausgeben, fürs Kaffee trinken, für Eintritt in Museen, für Parken, Camping, Hostels, Waschmaschine etc. Und es geht eben nicht um eine Krankenversicherung, die wir für die ganze Reise abgeschlossen haben. Es gilt auch immer für 2 Personen und es ist eine Rechnung pro Tag. Und ich sage euch jetzt mal, was dabei rausgekommen ist. In Albanien beispielsweise haben wir 44 Euro pro Tag ausgegeben. In Griechenland waren es dann schon 65 Euro. In der Türkei 61 Euro, in Georgien 51 Euro, in Armenien nur noch 39 Euro, in Kasachstan 58 Euro. Wobei ich hier ergänzen möchte, dass wir für 120 Euro einen geführten Trip in den Nationalpark Magnistau gemacht haben.
Und in Usbekistan haben wir 40 Euro ausgegeben. Und ihr wisst es vielleicht aus unseren anderen Filmen, wir haben einen Tagessatz von 55 Euro als Grundlage genommen für unsere Reisekalkulation. Und aktuell kommen wir auf 52 Euro. Das heißt, wir sind voll im Ziel. Mit gut gefüllter Reisekasse verlassen wir Samarkand und machen uns auf den Weg nach Taschkent. Je näher wir der Hauptstadt kommen, desto dichter wird der Verkehr. Gott sei Dank hauptsächlich in der Gegenrichtung. Trotz Navigation verfahren wir uns zweimal auf der Suche nach unserem Stellplatz für die Nacht, einem zentral gelegenen öffentlichen Parkplatz, der tagsüber von Kunden zweier Banken genutzt wird. Über 500 Followerinnen sind toll. Noch toller ist es, wenn diese Kontakte die virtuelle Welt verlassen, zum Beispiel hier in Taschkent. Wir fahren in den Nordosten der Stadt zu einer Verabredung und stehen erstmal vor verschlossener Tür. Wir sind seit gestern etwas außerhalb der Innenstadt von Taschkent und zwar bei Agatha und Christian. Das sind zwei unserer Follower, die uns angeschrieben hatten, nachdem sie eines unserer Usbekistan-Videos gesehen haben und haben uns spontan eingeladen und meinen, hey, wenn ihr nach Taschkent kommt, meldet euch gerne, wir hätten Lust, uns mit euch zu treffen. Und das haben wir dann getan und sind hier, wie gesagt, gestern angekommen, hatten einen sehr netten Nachmittag, einen schönen Abend und haben bei denen vorm Haus unseren Camper abgestellt. Und obwohl die beiden uns auch ein Bett angeboten hatten im Gästezimmer, haben wir dann gesagt, nee, wir werden auf jeden Fall im Puschel pennen. Aber ja, total nett. Wir werden uns jetzt die Tage auch nochmal wieder treffen. Und war, wie gesagt, ein sehr sehr schönes Kennenlernen. Ein Highlight in Taschkent sind die unterschiedlich designten Metrostationen.
Auf der Suche nach weiteren Souvenirs besuchen wir den Handwerkermarkt in der Abdul-Kasim-Medrese. Ein Tipp von Agatha und Christian. Wir gönnen uns ein Taxi, um zum Chorsu-Bazar zu fahren. Neben den Metrostationen ist der Chorsu-Bazar für uns das zweite Highlight. Nicht nur architektonisch, sondern weil man hier einfach auch alles bekommt. Im Übrigen nicht nur Obst und Gemüse und Kleidung, sondern auch noch das ein oder andere Souvenir und das hier in Taschkent auch deutlich günstiger als in Bukhara oder in Samarkand. Ist also ein kleiner Tipp von uns. Absolut. Highlight dieses Bazars ist diese Kuppelhalle. Die geht über zwei Etagen. Im unteren Bereich gibt es hauptsächlich Fleisch. Wir werden gleich mal sehen, was das mit uns als Veganern macht. Die obere Etage ist den Süßigkeiten und hauptsächlich Nüssen vorbehalten. Und das wird, denke ich mal, auch so eher die Ebene sein, auf der wir uns aufhalten. Natürlich nehmen wir euch mit und zeigen euch alles, was wir dort so entdecken. Die Halle wurde 1980 wiedererrichtet, nachdem ein Erdbeben die alte im Jahr 1966 zerstört hatte. Mit einem Durchmesser von 80 Metern und einer Höhe von 30 Metern schafft sie ein imposantes Raumgefühl. In Taschkent kann jeder Taxifahrer sein. Diese beiden jedenfalls hielten spontan an und fuhren uns für umgerechnet 1,80 Euro bis fast vor die Haustür. Schön, dass Humor jede Sprachbarriere überwinden kann. Das war unsere Woche in Taschkent. Das Schlusswort überlassen wir zwei lustigen Usbeken. Salam. Salam alele. Assalamu alaikum aus Usbekistan, na Germanio. Good, very good, brat, brother, sister.